Hi zusammen. Ich hatte ja in letzter Zeit auch ich habe mit ein bisschen mit Abwesenheit geglänzt. Ich glaube, auf Facebook war ich irgendwie auch nur so ein, ja, eher sporadisch. Also wenn mal eine Statusmeldung am Tag kam, war das ja irgendwie schon viel. Und ach so, ja, wenn es irgendwie um so Vlog und Gequatsche geht, wenn ich mir sowas angucke, dann gehören die beiden Sachen, Achtung, jugendgefährdender Inhalt, also Tee, gehört für mich dazu und ein Kippchen. Und da das ja immer so ein bisschen Rumgehänge ist, rauche ich jetzt halt einfach eine mit euch. Ich will keine Diskussion übers Rauchen sehen. Das bleibt jedem selbst überlassen und genauso handhabe ich das ja auch. So, ja, ich lerne ja Erzieher, wie ich zwischendurch ja schon mal erzählt habe, und bin im letzten Ausbildungsjahr. Das heißt, es ist wirklich Endspurt angesagt und ja, alles, was man tut, wird irgendwie noch mehr auf die Goldwaage gelegt, habe ich so das Gefühl. Ja, und privat hat sich bei mir auch was verändert und das sind halt so Sachen, da habe ich gedacht, ich handle das irgendwie mal in so einem kurzen Video ab. Und dann seid ihr auf dem neuesten Stand und dann muss ich nicht immer zwischendurch irgendwelche Fragen beantworten. Und zwar ist es folgendermaßen, dass Monty und ich uns getrennt haben. Es gibt kein böses Blut, es gab keinen Streit, es gab keine Vorfälle. Und wenn, dann würde ich davon, glaube ich, nicht auf YouTube erzählen. Aber wie gesagt, es gibt auch einfach nichts zu erzählen. Und das ist natürlich immer, sowas ist immer traurig und sowas verändert immer irgendwie ja auch das Leben von jemandem und ja, das ist halt eben auch bei mir passiert und ihr müsst euch keine Sorgen machen oder so. Also ich habe Freunde und als das dann so war, da kamen irgendwie aus 360 verschiedenen Himmelsrichtungen, kamen Hände und haben mich gestützt. Ich konnte gar nicht richtig tief fallen und Svenny, meine Mitbewohnerin, hat einen super Job gemacht. Also die hat sich so gut um mich gekümmert, so gut man sich dann halt um jemanden halt auch kümmern kann und ja. Und auch die anderen Mädels, also Frau Bipunk und meine Freundin, die halt auch mit YouTube mal nichts zu tun haben, die haben sich alle in Orden verdient. Muss man einfach mal so sagen, ja. Das war halt so los. Und ich habe irgendwie gedacht, ich erzähle euch das irgendwie, damit ihr einfach wisst, was los ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen sehr persönlich und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich es hochlade. Aber ich denke mir immer, ich gucke mir halt auch so die anderen YouTuber an und da findet immer eine gewisse Einbindung halt auch vom Privaten statt. Und das ist irgendwie okay. Also ich meine, die Mädels erzählen ja auch, ob sie verheiratet sind oder nicht oder ob sie Kinder haben oder nicht. Oder manchmal tauchen ja auch die Kinder in den Videos auf und das ist ja auch alles sehr persönlich. Insofern denke ich, passt das. Und ich denke, ihr Nienchen könnt da auch mit umgehen. Ihr seid ja, ich habe immer das Gefühl, das sagt wahrscheinlich jeder YouTuber irgendwie, aber ich hab das Gefühl, gerade weil wir nicht so viele sind, ist das irgendwie alles noch sehr, sehr kumpelhaft und sehr tolerant und auch untereinander irgendwie. Also unter meinen Videos gibt es irgendwie nie Hickhack oder weiß ich nicht. Gibt es einfach nicht und da bin ich auch echt sehr, sehr glücklich drüber. Was zum Beispiel auch noch war, ich musste halt auch einen Praktikumsbericht schreiben. Und ja, und um mich zu motivieren, den auch wirklich zu schreiben, mich zu gegebener Zeit halt auch hinzusetzen, man schiebt ja auf. Also das Wort Prokrastination ist unglaublich kompliziert. Aber also man schiebt ja auf, man fängt auf einmal an aufzuräumen. Also ich zum Glück nicht. Das heißt zum Glück, aber das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht mache. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, diesmal willst du alles anders machen. Wie motivierst du dich? Was sind deine Knöpfe? Was weißt du über dich selber? Und da habe ich das einfach folgendermaßen gemacht. Ich bin zu meinem mittlerweile ja vorhandenen Mac-Counter gestiefelt und habe mir einen Lippenstift gekauft. Und zwar ist das der Viva Glam 1. Das ist dieses super geile dunkle Burgunderrot irgendwie. Ich swatche euch den jetzt auch mal. Und diesen Lippenstift habe ich mir gekauft, habe ihn ins Regal gelegt,
mit der Ansage zu mir selbst, das Ding wird nicht angefasst, also nicht geswatcht, gar nichts, bis dieses Schriftstück nicht fertig ist. Und habe mir dazu auch noch ein paar Tipps von meiner Freundin Isa geben lassen, die ja nun auch schon eine Diplomarbeit geschrieben hat. Und generell habe ich mich mit Leuten ganz viel darüber unterhalten, was sie so für Taktiken haben. Und dass man das halt in Einheiten einteilt und dass man das so ein bisschen in einem Rhythmus macht und so. Und tatsächlich hat das erste Mal wirklich bei mir funktioniert. Und die Note, die ich für dieses Ding bekommen werde, weil ich weiß ja nicht, ob es überhaupt gut geworden ist, ist mir völlig egal, denn ich habe so viel... Also im Prozess des Schreibens einfach. Ich habe so viel gelernt, was bei mir funktioniert. Und es war an dem Tag fertig, den ich dann auch irgendwie als letztes dafür eingeplant hatte. Und also ohne Nachtschicht, ohne großen Stress im Sinne von Zeitstress. Und das ist so ein Riesenerfolg für mich. Da ist die Note irgendwie irrelevant. Also wäre natürlich blöd, wenn ich durchfalle, das ist ganz klar. Aber im Endeffekt ist das nicht mehr wirklich bedeutsam. Und ja... Und so trat dieser Bursche hier in mein Leben. Ja, ich habe den dann halt auch sofort als es losging, habe ich den dann halt auch sofort aufgetragen. Also ich hatte wirklich Enter gedrückt, die letzte Seite war getippt und ich habe mich zurückgelehnt, habe ins Regal gegriffen, habe diesen Lippenstift aufgetragen und bin rüber zu Svenny und habe gesagt, Svenny, eine Rauchung, ich bin fertig. Und ja, so lief das ab. Und das hat funktioniert und jetzt weiß ich, wie ich das in Zukunft machen werde. Ich muss mir einfach nur irgendwas viel zu Teures ins Regal legen, was zu teuer ist, um sozusagen um zu versagen. Denn hätte ich den Lippenstift vorher angefasst oder hätte ich das nicht so geschafft, wie ich das gewollt hätte, wäre das auf ewig ein 19 Euro teurer Versagenslippenstift gewesen. Und das Risiko kann man ja nicht eingehen, ne? Also ich zumindest. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Und mal abgesehen von der seelischen Unterstützung, die ich halt so erfahren habe. Aber das war echt cool. Ja, auf jeden Fall war dann ja, wie gesagt, noch diese Sache im Privaten. Und man sagt ja immer irgendwie, nach so einer Veränderung im persönlichen Bereich, Frauen gehen dann zum Friseur oder so. Oder ja, machen irgendwas mit sich oder an sich, was sie dann halt irgendwie ein bisschen verändert. Und wollte ich aber gar nicht. Ich wollte gar nichts an mir verändern. Aber irgendwie doch ein bisschen. Also so ein bisschen zwiespältig. Klingt das logisch? Ich glaube, in solchen Situationen ist man nicht logisch. Auf jeden Fall bin ich nochmal zu Mac gegangen und habe mir den hier gekauft. Das ist einer von den neuen Pro Longwear Paint Pots in der Farbe Stormy Pink. Und angefixt wurde ich von Fräulein Lila, die ja auch tolle YouTube-Videos macht, der ich auch einfach gerne zugucke mit ihrem Wiener Akzent. Ist großartig. Und die trug den in einem Video und es traf mich, immer alles in Relation gesehen, aber es traf mich wie ein Blitz. Ich fand das Ding wunderschön an ihr und wollte es auch haben. Hab mir das auftragen lassen, bin damit ein paar Stunden rumgelaufen. Denn wenn man so viel Geld für so ein Produkt ausgibt, soll es perfekt sein. Das heißt, der muss alleine, ohne zu creasen, den ganzen Tag halten, super aussehen, nicht verblassen, sich nicht großartig erschrecken und verwischen lassen. Und das tat er tatsächlich. Also ich habe mir da viel Zeit für genommen. So sieht der Bursche im Töpfchen aus. Ich swatche euch den jetzt auch mal. Habe ich einen sauberen Finger? Ja. Ich trage den, by the way, auch gerade. Und da ist er. Das ist ein Mauve, Grau, Lila, Pink. Und Stormy Pink ist der perfekte Name, wie ich finde, für dieses Ding. Denn wenn man sich die Herbststurmwolken anguckt, die ein bisschen von der Abendsonne angestrahlt werden, also das sieht wirklich, wirklich exakt so aus. Und ich finde das wunderschön. Es passt, wie ich finde, zu dem grünen Unterton, den ich halt auch in den Augen habe. Und ja, ich bin damit sehr zufrieden. So, dann das heißt, ihr seid jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Und ich hoffe, ihr könnt damit umgehen. Ich hoffe, ich kann damit umgehen, dass ich das irgendwie erzählt habe. Und im Grunde genommen weiß ich aber, dass ich bei euch ganz gut aufgehoben bin. Denn ansonsten bräuchte ich mich ja auch nicht vor die Kamera setzen. So, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Tschüss.